Hallo, liebe Blog-Freunde, und herzlich willkommen zu dieser neuen planlosen Minecraft-Folge. Legen uns hin, schlafen. Oh! Wir können schlafen! Ist der Creeper weg? Er läuft mir daher! Schnell hoch! Hey, hier oben bin ich. Haha, ja, wir haben ihn getötet. Woo! Creeper ist tot, yeah! Wuhu! Wir haben es geschafft, der Creeper ist tot. Und wir holen jetzt Wasser. So, zack. Und wir wechseln aufs Schwert. Endlich haben wir es geschafft. Der Creeper ist erstmal keine Gefahr mehr für uns. Und ich habe nicht Creeper-Kämpfe gemacht hier. Mein erster Kampf mit dem Creeper. Und ich habe ihn gewonnen. Ah, okay, und hoch hier. Ach. Wir müssen doch nach Kra. Also irgendwie was ab. Na, komm. Mache dich runter, sonst kracht's. Wir müssen jetzt ein bisschen Samen sammeln, ne? Weizensamen, wenn nötig. Das heißt, wenn nötig, die sind bitter nötig. Der Bade dort schon vergnügt. Okay. Okay. Okay, wir haben bisher noch keine. Ha, jetzt dachte ich schon, die Kuh oder wäre schon hier ein Monster. Aber die Kuh können wir gebrauchen. Ja, liebe Kuh, wir können dich gebrauchen. Warte, liebe Kuh, warte. Und weg ist die Kuh. Tut mir leid. Ob du nun Olaf heißt oder nicht, ist mir jetzt egal. Aber wir haben mal Hunger. Und da brauchen wir nun mal so ein Leckerbissen. Tut mir leid. Okay, also Weizen sehe ich eigentlich keinen. Also, soweit ich weiß, habe ich das Zeug ja auch durch Gras bekommen. Ja, hier sind Weizenkörner. Okay, das ist gut. Ja. Ja, Weizenkörner. Jetzt haben wir zwei, geil. Dann liegen wieder welche. Drei, sehr gut.
Oh, die Sonne ist schon hier. Wir laufen hier einfach weiter. Zack. Zack. Ja, das war tatsächlich Nummer 4. Naja. Schade, dass es nicht jedes sowas bringt hier. Aber irgendwann haben wir genügend. Zack. Zack. Okay, jetzt ist langsam genug. Wir schwimmen jetzt einfach wieder nach Hause. Weil es wird langsam dunkel. Jedenfalls merke ich das so. So. Zack. Ah, unsere Weizenkörner hier. Problem ist, die werden wir nicht reichen. Shit, ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht im Arsch. Kleine Pause. So, ich bin wieder da. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht mehr Arsch ist. So. Wir können jetzt zumindest hier ein bisschen Wasser einschütten. Zack, zack, zack. Okay, wir haben jetzt nicht den Platz für ein Riesengewächshaus. Mir fällt gerade ein. Dass hier mehr Glas hin sollte. Ich werde es schon schön gestalten. Es ist doch noch nicht ganz dunkel geworden. Wow, aber wir werden umso hungriger hier. Vielleicht reicht die Zeit noch, um ein bisschen was zu sammeln. Und weiter runter. Mal gucken, irgendwas finden wir schon noch. Ich meine, jetzt mal ehrlich. Sollen hier wirklich keine Körner mehr sein? Und dann ist dieses dämliche Skelett wieder. Doch leider haben wir nicht so viel Strecke. Faden. Apropos, wir sollten mal wieder Faden in die Ruhe legen. Wir hatten doch vor uns eine Spinne gesehen. Das Glas nehmen wir mal mit. So vollständig. Ey, naja, lagern wir es mal. Das Leder lagern wir auch mal. Naja, wir haben uns ja schon einiges aufgebaut. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Dunkel. Aber jetzt mal im Ernst, wie findet ihr unser Haus eigentlich so?
Und jetzt schreibt wirklich mal in die Kommentare, was wir noch reinbauen könnten. Schreibt es mal in die Kommentare. Was können wir noch bauen? Was euch einfällt. Eine kleine Burg, eine kleine Festung. Noch ein weiteres Haus. Ein Spezialbeschwörungsplatz fürs Netherportal. Was auch immer euch einfällt. Ich werde mein Glück versuchen. Ganz ehrlich. Aber dazu müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr denn haben wollt. Einfach in die Kommentare schreiben und ich gucke mal, ob es machbar ist. Jetzt werden wir ins Bett gehen. Es klappt. Ich gucke mal, wie lange wir schon aufnehmen. Okay. 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 Na ja, zurück zum Spiel. So. Wir schwimmen jetzt einfach mal rüber. Einfach rüber. Ich meine, das kann aber nicht so schwer sein. Na also. Geht doch. Zack. Onkel Paul wohnt auf dem Land. Hier, hier, oh. Oh. Seht ihr? Das geht einfach, ja. So, zack. Oder wenn ihr noch Tipps habt, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare rein. Ich bin dankbar für jeden Tipp. Wirklich dankbar. Oder wie wär's mal wieder mit einer Höhlentour? Oder eine Holzfällerfolge. Alles, was euch so einfällt. Alles. So. Puh. Zack. Und da hätten wir es. Das geht doch ganz einfach hier. Lol. Oh, da ist wieder was entstanden. Hey, perfekt, das war jetzt hier wie das Brezenbacken. Schweinchen. Und danke fürs Essen. Tut mir leid, liebes Schwein, aber wir haben Hunger. War doch irgendwo eine Spinne, oder? Zumindest glaube ich das. Aber wir könnten noch eine Spinne gebrauchen. Die dann einfach uns mal Faden gibt. Wie es aussieht, finden wir die nicht. Schade. Schade, schade.
Naja, wirklich schade. So, zack. So. Wie ihr seht, alles profihaft hier. Was haltet ihr eigentlich von den Flüchtlingen? Also ich muss sagen, sollten, wenn Flüchtlinge, dann nur Familien, die es wirklich nötig haben. Aber was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt's doch nochmal in die Kommentare. Würde mich doch mal interessieren. Weil viele sagen immer, Flüchtlinge. Was wollen die hier? Doch verstehen gar nicht, dass die eigentlich einiges durchmachen mussten. Und damit meine ich auch einiges. Naja. So. Wir gehen erstmal wieder nach Hause. Denn unser Partner neigt sich langsam dem Ende zu. Und ja, ist traurig, aber wahr. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu kommentieren. Und wenn ihr neu seid, abonniert mich doch. Denn vergesst nicht. Sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.